Hallihallo, ihr Lieben, zum heutigen Schnelltipp. Der lautet, du bist verantwortlich dafür, deinen Hund zu beschützen. Kommst du in deinem Alltag in Situationen, wo dein Hund ganz viel Angst hat, heißt es, dass du deinem Hund Sicherheit geben musst. Und zwar, indem du das, wovor dein Hund Angst hat, abblockst. Sei es irgendwelche anderen Hunde, die auf dich zugerannt kommen. Oder andere Menschen, die euch ansprechen, beziehungsweise deinen Hund einfach antatschen wollen oder ansprechen. Dann bist du dran, deinen Hund zu beschützen. Dazu gehört, dass man auch den Menschen, die einfach ungefragt auf uns zukommen, mal sagt, mal bitte den Hund ignorieren, den Hund gar nicht anfassen, nicht ansprechen, nicht ansehen, der hat Angst. Auch andere Hunde, die einfach angerannt kommen, abblocken. Oder irgendwelche Dinge, vor denen dein Hund Angst hat, jetzt nicht auf euch zukommen lassen. Zumindest nicht frontal. Es ist immer besser, wenn du dich dem, wovor dein Hund Angst hat, näherst. Nicht, wenn alles auf euch zugeprasselt kommt. Das heißt, du musst deinen Hund schützen. Nur wenn dein Hund merkt, dass du ihm Sicherheit vermitteln kannst, kann er dir vertrauen und eure Beziehung wird gestärkt. Macht's gut!